Schon die Mütter dieser Welt wussten, nach dem Schwimmen schnell abtrocknen, sonst wird man krank. Und sie hatten recht. Doch was fürs Schwimmen gilt, gilt nicht für den Bergsport, oder? Doch. Und wieso das so ist und was ihr dabei beachten müsst, das erkläre ich euch jetzt. Also, heute geht es ganz einfach um Nässe. So trivial, aber am Berg trotzdem so komplex, denn wir alle schwitzen mehr oder weniger und das führt zu Nässe, selbst wenn die Sonne scheint. Das heißt, dieses Video ist einer und nur einer Sache gewidmet. Nicht der Kälte von außen, sondern der Wärme von innen. Denn ich kann euch beweisen, dass das genauso wichtig ist wie die Temperatur der Umgebungsluft. Wenn es kalt wird und wir vielleicht noch wandern oder erste Skitouren gehen, dann wird man richtig schnell mal krank. Grund dafür ist die Kälte. Das Problem, uns kann kalt sein, obwohl wir richtig viel anhaben. Ausschlaggebend dabei ist eben die Nässe. Aber was passiert da ganz konkret? Wenn wir unter unseren ganzen Isolationsschichten schwitzen, dann hat der Schweiß Körpertemperatur und ist erstmal nicht unangenehm. Egal welchen Baselayer, also welches T-Shirt du aber gerade anhast, früher oder später wird es dann eben feucht. Kunstfaser leitet die Feuchtigkeit möglichst lange weg, aber hat natürlich auch seine Grenzen. Und jetzt passt sich die Feuchtigkeit natürlich der Umgebungstemperatur an. Nun ist es so, dass kalte Luft unangenehm ist, aber kalte Feuchtigkeit, also Nässe, viel unangenehmer, sich also viel kälter anfühlt. Die logische Schlussfolgerung, wir müssen die Nässe verhindern oder was dagegen tun. Und das hat mit der Außentemperatur erstmal gar nichts zu tun. Obwohl es so maßgeblich für unsere eigene Körpertemperatur wäre. Ihr habt nun also verstanden, dass Nässe eigentlich der Hauptgrund Nummer 1 ist, wenn man nach den Bergen krank ist. Und genau deswegen sollten wir uns mit dem Thema Nässe auch viel mehr auseinandersetzen. Denn mehr Krankheitstage, gerade im Winter, führt nicht nur zu schlechterer Wirtschaftsleistung bei Volkswagen, sondern führt auch dazu, dass wir seltener in die Berge können. Was können wir also konkret gegen Nässe tun? Naja, die einfachste Variante und die mit Abstand auch effektivste Variante ist, dass wir uns selbst, wie man so schön sagt, wieder trockenlegt und dann auf trockene Kleidung wechselt. Dabei ist es vollkommen irrelevant, ob ihr auf Merino-Produkte setzt oder dann letztlich auf die sehr, sehr guten Funktionsshirts aus dem Hause Alpen Academy im Merchandise-Shop. Aber grundsätzlich ist es wurscht. Die Nässe, die wir sozusagen immer bei unserem Baselayer mit dabei haben, mehr oder weniger eben, je nachdem wie lange wir schon unterwegs sind, wie anstrengend es ist, die kann zum großen Teil dafür verantwortlich sein, dass wir uns extrem ausgekühlt fühlen, obwohl wir sehr warm eingepackt sind. Deshalb wechseln auf trockene Kleidung ist eigentlich das mit Abstand Wichtigste, was ihr nur irgendwie tun könnt, um trocken und vor allen Dingen warm zu bleiben. Wenn wir Wechselkleidung mitführen, dann sollten wir darauf achten, dass immer, wenn wir sie nutzen, uns nicht in Bewegung befinden und zugleich auch eine Änderung der Anstrengung verspüren. Das heißt, wenn wir beispielsweise ganz plakativ am Gipfel angekommen sind, dann macht es am meisten Sinn, dass wir die Kleidung wechseln, denn vor allen Dingen dann haben wir ja quasi eine entlastende Phase, die weiterhin anhalten wird. Unser Körper kühlt also aus, wir verlieren sozusagen einen Puls mehr oder weniger und dadurch spüren wir erst so richtig, was es eigentlich an unserem Körper dran ist, wie kalt das eigentlich alles ist. Wie schnell wir nass werden, hängt natürlich auch ein bisschen vom, wie man sehen kann, dem Wetter ab. Denn wenn wir trockene Kälte haben, wie wir das im Winter bei einer sternenklaren Nacht und vor allen Dingen, wenn es dann am tagsüber auch kalt ist und richtig schönes Wetter ist, da haben wir trockene Kälte. Wir haben aber natürlich auch Tage wie diesen hier, wo wir sehr viel Nebel, sehr viel Dunst haben und dementsprechend haben wir sehr nasse Luft, wir haben eine hohe Luftfeuchtigkeit und das führt natürlich auch dazu, dass wir mehr schwitzen. Mit den Shell-Materialien ist das halt so eine Sache. Wir können unsere Shell-Materialien bei einer hohen Luftfeuchtigkeit beispielsweise tragen, wir haben aber trotzdem das Problem, dass die hohe Luftfeuchtigkeit dazu führt, dass wir auch schneller ins Schwitzen kommen. Die perfekte Schutzschicht sozusagen bildet auf der einen Seite die Isolation und auf der anderen Seite die Shellschicht darüber. Damit sind wir eigentlich im Winter, in, ich sage jetzt mal, unseren Breitengraden, relativ gut vor jeglicher Art von Kälte gewappnet, gerade wenn wir in Bewegung sind. Es gibt bei uns in der Regel, außer man ist jetzt wirklich im Hochhochgebirge bei sehr, sehr schlechtem Wetter, keine Wetterlagen, bei denen ich sagen würde, dass man jetzt wirklich eine Isolationsschicht, eine Daunenjacke und eine Hartschelljacke drüber braucht, weil dann isolieren wir uns wirklich vor jeglichem Kälte ein. Einfluss sowohl von Wind als auch von der reinen Temperatur und das ist dann für unsere Nässe letztlich schon too much. In Wirklichkeit sind wir mit einem Hauptproblem konfrontiert.
Sobald wir drunter nass sind, also unser Base Layer letztlich nass ist, sind auch die ganzen anderen Isolationsschichten, die wir drüber haben, nicht nur sinnlos und wertlos, sondern vor allen Dingen in Gefahr, dass sie selbst komplett durchnässt werden. Und dann natürlich zum Beispiel wie im Fall von Daune komplett wertlos sind und das über längere Zeit. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist es, und der Fokus sollte wirklich darauf liegen, dass wir unseren Base Layer möglichst trocken halten. Wenn wir Nässe wirklich effektiv verhindern wollen, dann ist die wichtigste Information, die ich euch geben kann, achtet auf die Signale. Wenn ihr merkt, euch wird warm, müsst ihr am besten sofort reagieren. Denn wenn ihr erst in 20 Minuten sagt, ja, da oben, da mache ich dann Pause und so weiter, dann ist es in der Regel schon viel zu spät. Wenn wir wirklich merken, okay, die Anstrengung, die ich jetzt vor mir habe, die ist so hoch, dass das, was ich jetzt gerade anhabe, eigentlich nur zu einem Wärmestau führen kann, dann legt einfach ab, was notwendig ist. Beachtet davor eben das eben Gesagte, schaut, ob es sich um die Shell-Materialien handelt, die jetzt sinnvoller sind abzulegen, oder die Isolationsmaterialien, aber beachtet das letztlich. Ganz wichtiger Hinweis für alle unter euch, die mal über Nacht in den Bergen bleiben wollen. Vor allem, wenn es kälter als 5 oder 10 Grad wird. Eure Bekleidung, egal welche, ist, wenn sie nass ist, nur dann wieder funktionstüchtig, wenn sie trocken ist. Trocken bekommt man bei solchen Temperaturen aber eigentlich nichts mehr. Umso kälter, umso schwieriger wird das. Deshalb gibt es für das Trocknen der Kleidung im Outdoor-Bereich eigentlich nur den einen Tipp, der genau das Gegenteil des bisher genannten darstellt. Ihr müsst euren feuchten Kleidungsstücken Wärme zuführen. Die einzige wirklich effektive Möglichkeit, die keinen Kocher erfordert, ist euer eigener Körper als mobiler Heizstrahler. Sobald also die Belastung endet, ihr euer Zelt aufgestellt habt, dann heißt es wohl oder übel in den feuchten Kleidungsstücken verweilen und am besten eine Shellschicht drüber anziehen. Natürlich geht das nur, wenn euch warm genug ist, beispielsweise im Zelt mit einem warmen Tee. Eine andere Möglichkeit ist es, die Kleidung in den Schlafsack mitzunehmen. Aber ihr müsst hier zumindest einen Packsack nutzen, da sonst die Feuchtigkeit direkt die Daunen des Schlafsacks letztlich beeinflussen könnte. Trotzdem schafft ihr es, so ein warmes Klima zu erzeugen und damit das Trocknen zumindest zu beschleunigen. Am Ende bleibt aber, Feuchtigkeit gilt es im Herbst, Winter, Frühling tunlichst zu vermeiden. Umso besser man in der Prävention vorsichtig ist, rechtzeitig reagiert und immer wieder anpasst, umso weniger Stress hat man dann letztlich später. Nässe ist ein Erkältungsantreiber in den Bergen und wenn wir sie nicht loswerden, dann wird's kalt, dann werden wir krank. Die richtige Ventilation, die richtige Reaktion und Co. sind also wichtig. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal in den Bergen euch erkältet habt. Ich persönlich? Ja, mehrmals. Zum Beispiel vor 3 Wochen. In diesem Sinne könnt ihr hier oben jetzt noch ein Video zum Thema kalte Hände sehen und hier natürlich ganz wichtig, den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!